Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus und begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version. Ja, zuhören 1.28. Wir befinden uns ja immer noch in der Beta von der 1.28 und heute haben wir einen alten Bekannten, den Scania R560. Ja, Tollner in der Version 2.1. Und super Sound, das werden wir uns dann gleich anhören, aber im Vorfeld werden wir uns mal anschauen, was wir alles ändern können. Dieser Mod hat wirklich 421 MB, mächtig groß. Ihr seht ja schon, einige Sachen sind schon, ja, verbaut. Gehen wir erstmal zum Scania-Händler und dann schauen wir uns mal an. Hier, und ihr seht schon, auch bei den Bildern habe ich ja momentan noch so ein Problem bei einigen LKWs, dass hier ja das untere Chassis vom normalen LKW so ein bisschen durchlunscht. Ja, das habe ich auch beim DAF so noch leichte Probleme, aber ja, da soll ja eventuell auch irgendwann mal ein DLC kommen, ne, für den DAF. So, hier ist er und ihr merkt schon, Mann, der sieht ja genauso aus wie den LKW, den wir gerade gesehen haben, ja. Derjenige, der das hier gemacht hat, der sagt sich, der LKW soll so aussehen. Finde ich schlimm, finde ich cool. Brauche ich nicht so viel machen. Der LKW ist trotzdem getuned. Ist natürlich für den einen oder anderen, der selber ein bisschen Hand anlegen möchte, ein bisschen zu wenig. So, wir haben aber, wie gesagt, eine Kabine. Das Fahrwerk auch eine hier mit drehbarer Achse. Da kommen wir schneller und besser um die Kurven. Dann haben wir, wie gesagt, man sieht es ja hier unten, den R560 und Getriebe gibt es natürlich zwei Versionen, mit Retarder, einmal ohne. Der Innenraum, das hatten wir ja schon mal in der Art gesehen, ja, sieht eigentlich richtig cool aus. Natürlich ist das Lenkrad ein bisschen unpassend, wenn man hier den Bordcomputer hat. Ja, und ich sehe hier so eine kleine Flaggen. Ah, man sieht es schon. Also sehr, sehr hübsch gemacht hier mit den ganzen Zianeten. Ne? Das ist schon sehr, sehr viel Liebe drin in so einem Mod. So, gehen wir mal weiter. Farben. Hm. Mausgrau, so muss er sein. Bei Zubehör, ja, ich könnte jetzt die Reifen ändern, aber ich muss ehrlich sagen, ich will nicht immer irgendwo beschriftete Reifen. Einfach so Goodyear, ne? Schwarz. So wie sie ja sonst immer rumfahren. Wir können aber trotzdem hier noch ein ja, Bullenfänger ranmachen. Ich finde ja den gar nicht so schlecht. Wir können jetzt mal den ranmachen. Ja. Ist nur hier die Werbung. Sage ich einfach mal. Und hier können wir jetzt auch noch ein paar Sticker ranmachen, die uns gefallen. Hier. Ja. Jetzt aber weggucken, ne? Das ist nicht jugendfrei. So. Dann ist eigentlich so gut wie nichts mehr zu verändern. Hier hinten sind noch die Reifen. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier noch irgendwas. Gucken wir mal. Und zwar hier. Scania Diesel. Naja, wie lange werden wir noch Diesel haben? Das wissen wir nicht. Ah, da finde ich das hier mit am besten. So, das war's jetzt. Mehr können wir nicht ändern. Aber ich habe ja gesagt, da wurde ja am Sound ein bisschen was geändert. Und dann gucken wir uns mal an. Dann werde ich mal die Klappe halten und starte den Motor. So, jetzt mache ich mal aus. Hört sich ganz gut an, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir. Jetzt gehen wir mal in, weil wir sehen ja hier schon, Lenkrad so einstellen, den Bordcomputer.
Ja. Sieht schon ein bisschen anders aus. Die Flaggen sind die einfach so aufgeklebt? Sieht ein bisschen komisch aus. Und wenn man jetzt hier so rüber geht, dann springt das so, ne? Ihr seht es ja. Aber hier die ganzen Kleinigkeiten, na, sieht schon echt sehr, sehr hübsch aus hier. Ja? Da ist unsere Frau wieder. Schöner LKW. Ja, gefällt mir ganz gut. Damit könnte man durchaus mal eine kleine Tour machen. Prima das Schild. Claro. So, das soll es dann aber auch gewesen sein. Viel konnte man ja nicht ändern. Aber ich sag euch, die anderen Mods kommen bald, wo wir dann wieder viel rumbasteln können. Das kommt alles noch. Oh, ja. So. Wir bleiben mitten im Kreisverkehr stehen, so macht man's. Tja, schöner LKW, gefällt mir. Und ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung. Ich mache jetzt erstmal einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.